Zeit. Okay, jetzt können wir aber wirklich dahin. Jetzt wirklich, wirklich, jetzt ohne Scheiß. Oh, es wird noch nicht mal gespeichert. Das heißt, ich darf jetzt hier zurecht ein Safe State setzen. Weil ich jetzt davor. Obwohl, doch, ich habe auch Armbett gespeichert. Wurforb. Level 30 ist Impergator. Kann ich die. Ah, ich kann die nicht mit einem Schlag killen. Baldurfisch möchte ins Team. Ich würde sagen, nein. Weil es gibt bestimmt noch viel Cooleres hier. Und ich will mal kurz die ganzen Items hier ausrüsten. Pagator, du kriegst nichts. Außerdem. Die Kuh prüfen. Kein Itemmeister. So, da wird doch gut behandelt, ne? Und ich werde versuchen, hier ziemlich schnell durchzukommen, damit man auch nicht so viel Magen verbraucht. Viralband. Ich glaube, das schützt vor Verwirrung oder so. Und ich werde jetzt auch allgemein versuchen, erstmal möglichst keine richtigen Attacken einzusetzen. Zueignar, nehme ich gerne mit. Kann man immer gut gebrauchen. Ich kann auch mal gerne als menschlichen Schild nehmen, beziehungsweise als pokémonischen Schild. Too much water. So, gut. Metagross und weiter geht's. Der Riemeister der Hinauszögerung. Barbsamen. Nö. Ich glaube, das ist ein Kecleon-Markt. Okay, ich habe 5 Gold mit. Da kann ich bestimmt so das ein oder andere mitkaufen. So für so ein kleines Kaugummi am Automaten. Ach, das ist ja noch nicht mal. Oh, das ist ja noch nicht mal ein Shop. Einfach nur viel los, geil. Röntgenaugen habe ich schon. Erstarrt nehme ich gerne noch mal eins mit. Dann tausche ich gegen das Spiralband. Und ich würde sagen, das Gummi, das ist ein Blaugummi, das esse ich jetzt einfach vom Boden. So. Oh, schmeckt ganz gut. Nice. Also Blaugummi ist auch noch gut. Ja, das ist der Wassertempel. Genau. War schön, dass sich hier so vieles uns anschließt. Ich nehme beim nächsten Mal dann, wenn wir dann. Ich werde nochmal zum Weit-Weitberg gehen, noch irgendwann. Und mir dann noch die Sympathie holen. Allerdings dann nehme ich 2 Schlüssel mit. Und das am Boden esse ich. Oh, ich will die IQ-Fähigkeit haben. Ganz viel dringend. Das will ich ganz viel haben. Das ähnelt auch so ein bisschen vom Design des Wassertempels. Man merkt es schon. Boah, hier in dem Dungeon ist es so kacke. Wir müssen nachher noch den Wasserstand heben und senken und. Ah! Obwohl, ich habe ja, wie gesagt, vor, wenn ich das jetzt wirklich durchziehe, dieses Explorers of Epic nochmal zu remaken. Ich möchte ja tatsächlich die Dungeons ja ein bisschen aufpeppen, indem da auch noch so kleinere Rätsel mal zu lösen sind. Zum Beispiel, dass man dann auch mal. Das war ja auch eine Idee, die hatte ich ja sogar damals schon gehabt. In der alten Version. Da habe ich auch so. 2 Ebenen gehabt, aber dann habe ich das auch nicht mehr fortgesetzt. In denen es dann auch dann so, zum Beispiel erstmal so einen Schalter oder sowas betätigen musste, um dann zur Treppe zu gelangen. Oder dass dann, wenn man im Eis-Dungeon ist, dass dann auch mal so Stellen sind, wo man dann so, über das Eis mal so schlittert und so Sachen. Oder man muss vielleicht dann erstmal einen Schlüssel holen, um dann den Raum freizulegen, in dem dann die Treppe ist oder wo man dann ein spezielles Item ist oder so. Das esse ich jetzt einfach. Beziehungsweise trinke ich. Erhöht ja den Magen ein bisschen. Ja, stimmt. Wenigstens keine Bots mehr. Die Bots sind verschwunden. Ich hatte ja auch an Twitch das geschickt. Da hatte ich einen Screenshot gezeigt, was da los war. Da hatte ich ja auch eine Antwort bekommen. Nämlich ging es halt darum. Ja, ich weiß nicht, ob ich das falsch verstanden habe. Die haben jetzt wohl gedacht, ich würde jetzt irgendeinen Follower jetzt hier verdächtigen, der würde das tun.
Aber das war jetzt ja auch nicht der Fall. Ich dachte jetzt einfach nur so eine Random-Sache oder die irgendwie vom PC ausging oder irgendwie, dass das irgendeine Art von Bot war, der einfach mit meinem Kanal gekoppelt ist, dass er halt immer was schreibt, wenn ich dann irgendwann mal streame. Und jetzt vielleicht auch für andere kann ich sagen, die beste Möglichkeit, um das zu umgehen, was ich dann auch im Nachhinein gemerkt habe, ist einfach auf gut Deutsch keinen Scheiß darauf geben. Die einfach lassen, auch nicht bannen, auch am besten dem Chat sagen, dass sie nicht darauf eingehen sollen. Weil das ist eigentlich wie mit den Hatern. Die wollen eigentlich nur Aufmerksamkeit und wenn sie die nicht bekommen, dann sehen die keinen Spaß mehr darin. Weil so hinter diesen Bots steckt dann ja auch eine Person, die ja diese Bots ja auch verschickt, eben diese Kommentare, die durch Bots generiert werden. Und wenn die jetzt keine Reaktion mehr sehen, dann hören die damit auch automatisch sehr schnell auf. Und das ist ja auch tatsächlich passiert, oder ich habe dann noch so ganz wenig dazu gesagt oder irgendwie gar nichts mehr, habe ich noch gesagt, so, ach, der Bot ist wieder da. Da habe ich das ja auch angefangen auf die Schippe zu nehmen. Und danach kam auch nichts mehr. Und ich hatte dann auch gar nicht mehr so viel dazu gesagt. Und dann hatte der Bot wohl kein Interesse mehr gehabt. Also der Typ, der den Bot verschickt hat, sag ich mal. Oh, was ist das denn? Scope-Linse? Ich glaube, das erhöht die Volltrefferrate. War, ja, lohnt sich jetzt nicht so. Belebersam? Barbsam. Kabuto. Ist das nicht ein Naruto-Charakter? Ja, Kabuto, Naruto. Das klingt auch so ähnlich. Gott. Neuer Team Rocket Spruch. Wir wollen alle Dungeons clearen und ein eigenes Paradies kreieren. Ja, vor allem Portale. Oh, und jetzt kommt eine ganz besondere Ebene. Die ist nämlich wirklich besonders. Ein riesiger Raum, der an sich ein Monsterraum ist, aber ich finde diese Räume echt cool. Aber wir haben Glück, dass hier schon direkt die Treppe ist. Haben wir großes Glück. Nehmen das. Nice. Die Räume können nur ein bisschen fies sein, wenn man mal versehentlich sehr weit von der Treppe weg ist. Also wenn man da mal Pech hat. Heilband, na, brauchen wir jetzt nicht so. Wir haben ja so schon eine sehr, sehr schnelle Regenerationsrate. Ja, mit der Scope-Linse kann man natürlich auch No-Scope erzielen. Bin ich? Ne, ich bin hier falsch. Ein Krabi, das hat uns eingesperrt. Nein! Aber ich finde es ja toll, dass die Blaugummis uns so viel IQ geben. Also zumindest Metagross. Da kriegt man zwar nicht die Stat-Erhöhungen, aber der hat jetzt ja schon so viel IQ teilweise, dass er dann bald seine, ich glaube sogar letzte Fähigkeit dann bekommt. Und wisst ihr, was mir auch noch aufgefallen ist? Hier gibt es kaum Fallen. Nicht zu glauben. War dafür eben 99 Ebenen. Ich guck mal ganz kurz bei PokeWiki, was es da so für Informationen gibt über diesen Dungeon. Und meine Nase ist gerade so zu. Gibt's doch nicht. Moment mal, hä? Ich habe jetzt gerade, ich glaube, Silberfälle heißt das ja, ne? Jetzt wurde mir gerade was zu Pokémon Ranger 3 angezeigt, weil es da wohl einen Ort gibt, der genauso heißt. Dann gebe ich einfach Lugia ein und dann zeigt er mir das schon. Ah ne, Silbergraben. Oh. Nicht Silberfälle. Okay, Rekrutierchance ist immer 99,9%. Und es sind halt 99 Ebenen und halt auf allen paar Ebenen kommen halt mal diese Monsterräume. Die es auch wirklich nur hier gibt. Ich mache mir gleich mal ganz kurz Nasentropfen rein. Ich mache eh so um 12, dann mal eine ganz kurze Pause. Und ja, sonst sehr viele Wasser-Pokémon. Ein paar wenige Gift-Pokémon auch. Ja, obwohl, nee, an sich sind es größtenteils nur Wasser-Pokémon. Aber gut zu schlagende Wasser-Pokémon. Was ist das? Ja, Schleimkost. Wollen wir auch so gerne mitnehmen. Ja, genau, der gewisse dunkle Lord. Das nehme ich.
saufe ich mir jetzt. Warpsamen. Warum gibt es denn so viele Warpsamen? Ja, ich glaube, die Eltern dieses gewissen dunklen Lords haben vielleicht das Spiel mit dem, ich habe deine Nase zu ernst genommen. Ja, okay, ist nur Imperator, scheiß drauf. Das ist eh mein Sklave. Ich wundere mich eh, dass der immer noch lebt. Dabei hat er ausgedient. Ich brauche ihn nicht mehr. Ich warte nur noch auf den richtigen Zeitpunkt, zu dem ich ihn hintergehen kann. Ja, hast du mich schon gemacht, ey. Jetzt kriegst du zurück. So. Wie sieht es eigentlich mit dem Magen aus? Sehr gut noch. Das ist eine Kraftband, da scheiße ich jetzt drauf. Jawohl, so viel habe ich auch nicht davon. Ja, ach komm. Die Georg-Bocken werden schon nicht den Run jetzt ausmachen. Ende muss ich da irgendeinen Ninja-Tom killen, dass ich nicht besiegen kann. Oder irgendeinen Geist-Pokémon. Ich gehe einfach mal wieder ein bisschen mehr mit solchen Attacken an, dass ich mal ein paar Erfahrungspunkte bekomme. Wirbelorb, ja. Geld. Ist ein Samen. Ach, nicht ein Samen, Blaugummi meine ich. Ja, ach, Pokémon kann man doch essen. Im Anime essen die ja auch Fleisch, teilweise. Zumindest in den früheren Staffeln. Ich glaube, jetzt haben die das ausgebessert. Wenn die jetzt mal was essen, essen die ja mehr nur noch da so Nudeln oder irgendwas ganz Gesundes. Wobei Fleisch auch nicht ungesund ist, auch wenn das gerne mal behauptet wird. Fleisch ist wichtig für einen Mensch. Man sollte immer regelmäßig Fisch essen und Fleisch und sowas. Ja, auch nicht zu viel. Aber man muss es, damit die normale menschliche Leistung auch bestehen bleibt. Sonst will man immer mal total abkacken, ist total schnell belastet, nur noch müde. Man ist auf gut Deutsch körperlich und geistig, dann wird man schwach. Oh, nice. Konfrontation, Q-Fähigkeit. Ach, schade. Ich glaube, die verbraucht auch wirklich, ich glaube, das dauert wirklich auch sehr lange, bis man die hat. Ich muss dann nochmal, glaube ich, besonders viele Gummis eingeben. Mensch, das geht gar nicht, wie viele Gummis der an einem Abend verbraucht. Jugend von heute. Nur noch am Gummis verbrauchen. Das Carpador-Fleisch. Na gut, da werden wir doch wahrscheinlich auch nicht viel in dieser Naturkette zerstören, so wenig wie das Pokémon auswirkt. Man kann auch gut als Vegetarier zurechtkommen. Ich glaube, das ist vielleicht wirklich, wenn man dann gewöhnt ist, dann wirklich dann nur selten oder gar nicht Fleisch zu essen. Aber ich meine jetzt nur so von dem, was man an sich so hört, ist es schon besser, wenn man wirklich zwischendurch auch mal ein Happen isst halt. Ich bin auch jetzt gar nicht so der Fleischesser, weil das ist ganz komisch, aber mir schmeckt sehr viel Fleisch auch nicht. Zum Beispiel mag ich auch in Sachen Schnitzel sowas. Ich esse auch fast nur paniertes Schnitzel und meistens auch nur mit Soße, weil es mir zum Beispiel so normal nicht schmecken würde, wenn man das jetzt nicht doch irgendwie paniert hat oder so. Okay, bald hat er nur noch Verzweifler. Die Pär. Ach, Boden. Und Fisch zum Beispiel esse ich auch eigentlich nur Lachs oder Fischstäbchen, weil es eben auch wieder paniert ist. Oh, sehr gut mitgedacht. Röntgenaugen haben wir schon. Ich guck mal, was ist. Jawohl, das ist jetzt noch so verteilt alles. Wollte nochmal nach Gummis gucken. Flea-Orb haben wir schon. Gut. Das
Gleich auf Ebene 35 haben wir jetzt auch schon den nächsten Monsterraum. Wir kommen aber sehr, sehr schnell zurecht. Wow. Läuft ja schon fast besser als in der Ruine. Also jetzt ohne Fleisch leben kann man natürlich auf jeden Fall. Ich habe dann nur sowas gehört, dass dann eine geringere Leistung erbracht werden kann. So, ich sag mal so vom körperlichen und geistigen her. Weil einem dann wohl so bestimmte Nährstoffe fehlen, die man eben hauptsächlich durch Fleisch bekommt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch Möglichkeiten gibt, die dann auch anders zuzuführen. Vielleicht auch durch vegetarisches Essen, dass man dann trotzdem diese Nährstoffe bekommt. Aber wahrscheinlich dann nicht so intensiv. So, wie gesagt, ich kann es jetzt nicht genau bestätigen, aber ich habe zumindest so gehört und so esse ich jetzt auch. Also natürlich kann jetzt jeder Vegetarier sein, der Vegetarier sein möchte. Habe ich jetzt auch kein Problem mit. Das ist natürlich auch wirklich jeden das Seine. Was ich nur nicht mag, ist, wenn, aber das gilt glaube ich für alle Arten von Interessen, wenn jemand anders meint, der eben gerne Fleisch isst, dem aufzwingen zu müssen, wie schlimm das doch wäre, man dürfte das nicht. Und dann bis auf Biegen und Brechen dem davon abzubringen, also praktisch die eigene Ansicht aufzwingen will. Da bin ich jetzt nicht so ein Freund von. Aber das gilt, glaube ich, für alle Lebenslagen, wo man mal eine andere Meinung hat als andere, dass man die dann den jeweils anderen nicht so aufzwingen sollte. Oh, Monsterraum. Und, ach, wir sind da unten. Perfekt. Boah, wir brauchen jetzt echt so ein Erdbeben oder sowas. Das war der Schlimmste weg. Wenn der erstmal mit seinem Donnerblitz und Eisstrahlzeug kommt, dann ist er echt nicht mehr aufzuhalten. Sami. Ist auch ein wirklich gutes Pokémon. Habe ich letztens auch mal gespielt. Tatsächlich Verzweifler. So, perfekt. Was jetzt überlebt? Ja, komm schon, bring ihn um. Gut. Hat da gerade jemand seinen eigenen Kameraden angegriffen? Ich dachte immer nur, ich mach das. Haben wir noch mehr Verräter. Gut. Ich würde aber sagen, jetzt, wenn ich jetzt die nächste Ebene geschafft habe, also wenn wir an die Treppe sehen, dann mache ich eine kurze Pause. Einfach mal kurz Nasentropfen geben und überhaupt mal aufstehen, das Zimmer verlassen. Weil ich jetzt wirklich jetzt von 18 Uhr jetzt hier alles durchgezogen habe. Ist doch ab und zu mal ganz gut. Gummi? Nö. So, stirb. Okay. Bambi ist lecker. Oh Gott. Na gut, kurze Pause. Jetzt bin ich auch tatsächlich mal kurz weg. Ja, die Bewegung tut weh, aber man muss durch. Ich werde schon irgendwie schaffen, zum Badezimmer zu kommen oder wo auch immer meine Eltern jetzt Nasentropfen lagern. Ich werde hoffentlich lebend zurückkehren und dann auch hoffentlich genug Kraft haben, diesen Dungeon abzuschließen. Lugia ins Team zu holen und wer die 0,1% Chance steckt zu. Und meine Teammitglieder zu verarten. Naja, ansonsten, ich würde sagen, dann mache ich kurz die Pause und danach ziehen wir dann noch bis 2 Uhr durch. Und den Rest machen wir dann morgen. Der dann auf jeden Fall produktiver vorangehen wird. Na gut, bis gleich.
Ich hab's überlebt! Oh Gott! Ich hatte so viel erlebt auf meiner langen Reise. Das ist so... wow! Das hat mich völlig verändert. So viele Menschen, die ich dabei kennengelernt habe. So viele Abenteuer, die ich erlebt habe. Doch dann habe ich sie gefunden. Die Nasentropfen. Mein Schatz,
Mein Schatz. Gollum, machen weiter. So. Ich brauche mir nicht mehr. So. Das sind viele Items. Sehr schön. Flieorb erneut. Ja, ich lebe noch. Ich kann es auch nicht glauben. Hab sogar einmal die Welt vom bösen Mongo Babongo gerettet, der sich mit Chubby verbündet hat. So viel passiert. Ich glaube, ich werde 7 Bücher und 8 Filme dazu machen. Oh ja, ich habe viele Panda getroffen, sogar welche mit Flügeln. Das war so ein richtiger Selbstfindungstrip, der hat wirklich mein ganzes Leben verändert. Keine Gummis. Metagross braucht doch noch so viele Gummis. Und die... Oh nein, oh Gott, das hört sich so falsch an. Nein. Jetzt musst du noch die Frage folgen, ja, wozu braucht er denn die ganzen Gummis? Und dann steht man da schon blöd. Um schlauer zu werden. Das würde einem keiner glauben. Aber ich glaube, das ist eins von den nicht-competitive Starmies, die wenigstens kein Donnerblitz und Eisstrahl einsetzen gegen uns. Zum Glück. Ich bette nicht für Gummis. Nein. Ich habe das Gefühl, jeder Stream wird jetzt in irgendeiner Fanfic enden. Wenn wir schon bei dem Thema sind mit den Doppeldeutigkeiten. Ich glaube, ich werde mir gleich mal wieder eine neue Schüssel Erdnüsse einkippen. Und es wäre ganz nett, wenn du mal treffen könntest. Danke. Nein, eine Fanfic ohne K. Und am besten gar keine. Am besten einfach nichts. Das wäre ganz gut. Boah, 666 KP. Es ist der Teufel. Achso, ich kann es nicht mehr einsetzen. Hallo, ich habe ja noch ein paar Elixieren dabei. Lichtschild. Nope. Am besten sage ich gar nichts mehr. Dann könnt ihr auch keine Fanfics da mehr überleben. Dann werden keine Doppeldeutigkeiten mehr entstehen. So. Nein. Ich verstehe immer noch nicht, warum Marmolida nicht als Design genutzt wurde für eine Weiterentwicklung oder Mega-Entwicklung für Libiskus. Die sehen so mega ähnlich aus. Die etwas größeren Nuss. Gott, nein. Ja, okay, fühl dich cool. Oh, du stirbst jetzt. So. Na gut, jetzt haben wir auch schon nach 0 Uhr. Jetzt ist schon langsam der Abend eingebrochen. So für meine Verhältnisse. Da kann es auch mal ein bisschen handgreiflicher werden und ein bisschen versauter klingt jetzt falsch.
Das klingt ziemlich falsch. Ich sehe es schon kommen, ich werde wegen Doppeldeutigkeiten von Twitch gebannt. Wegen mutwilliger Verursachung von gestörtem Kopfkino. Und auch schon wegen Zeigen einer Sexszene. Habe ich ja auch schon hier. Wir haben schon so viele erlebt auf dem Kanal. Oh, Dratini, cool. Naja, tot ist es. Es gibt leider kaum Erfahrungspunkte. Man kann es auch weg. Warp. Warp Orb. Warum sind so viele Warp-Items? Ich weiß ja nicht, wie es bei Spoink eigentlich ja, weil man sieht es jetzt auch offiziell in der Animation, wenn. Ich glaube, das hat man auch schon in Pokémon Colosseum XD gesehen. Das ist eh so gestört. Wenn man einen Spoink besiegt, man sieht ja so eine Animation, wie es dann umkippt und diese Kugel fällt ihm vom Kopf. Das heißt, wenn man einen Spoink besiegt, bringt man es um. Ja, ihr tötet einen Spoink. Nur zum Glück hat Spoink seine Tricks und kann deswegen, nachdem es im Pokéball geheilt wurde und im Pokémon Center und so, kann es dann zum Glück doch noch wieder zurückkehren. Aber sonst ist man da wirklich ein eiskalter Killer. Also passt auf, wenn ihr da auf Route, ich glaube das war 112 oder so seid. Da gab sie ja nämlich. Ja doch, dürfte Route 112 sein. Ach nee, das war gar keine Route, das war... Nee, das war dieser Pfad. Nee, das war überhaupt keine Route. Oh, Monsterraum. Jetzt sind wir noch weiter entfernt. Wird immer schwieriger. Ich sollte gleich mal einen Elixier fressen. Beziehungsweise trinken. 65 Schaden machen Drachenwut. What? Oder ist das jetzt irgendwie vom Level abhängig geworden? Weil ich meine, sonst macht das immer 30 Schaden normalerweise. Pupita, mach was. Gut. Ampelleuchte haben die drauf. Okay. Wir gegen den Rest der Welt. So kennt man es doch. Nice. Oh oh, die linke Attacke, die bricht gleich. Na gut, kann man nicht vermeiden. Ich habe ja aber noch das hier zum Glück. Nehme ich gleich ein Top-Elixier dann nach dem Raum. Sehr gut. Kriegen wir zwar keine doppelten Erfahrungspunkte. Aber ein Level up. Nur noch 6 Level für die Entwicklung. Geil. Wie gesagt, für den morgigen Stream werde ich ihn auf jeden Fall noch auf Level 55 bringen. Und dann haben wir endlich das Team, auf das ich eigentlich schon im Let's Play schon so lange hinarbeiten wollte. Vielleicht soll ich auch Pupita einfach ein Top-Elixier geben. Ich glaube, das ist sogar noch besser. Hier, trink mal. Nice. Er hat es auch noch aufgefangen. Perfekt. Natürlich ist der Dungeon feucht und das ist ein Wasser-Dungeon. Das hat keine andere Bewandtnis. What is dangerous to go alone takes this? Nein. Nein. Schön viele TMs hier, aber nett wären auch mal TMs, die man gebrauchen könnte. Anziehung. Geld. Gegner. Oh, Level up. Geil. 64. Keine Gummis.
Aber Metagross muss doch schlauer werden. Er muss dazu... Oh Gott. Ich schwitze das auch noch hinauf. Er muss dazu lernen. Er muss Erfahrungen sammeln. Beziehungsweise es. Es ist ja Neutrum. Das Schlimme ist, das kommt wahrscheinlich noch auf YouTube hoch. Da muss ich dann nur für die Stelle, wenn dann die Pause kommt, werde ich dann einfach dann so da angeben, dann die Stelle, ab wann es dann weitergeht. Dass dann die Leute dann einfach dann die Stelle skippen können, wenn die Pause dann ist. Nur die Pause gerade musste sein, weil ich so lange jetzt keine Pause mehr gemacht habe und dann auch die Nase zu war. Sonst hätte ich echt auch hier wie Voldemort geendet. Du kannst nicht mehr vorlachen. Ja, nice, habe ich meinen Job gut gemacht. Dann habe ich das getan, was man ja in der Branche, in der ich gerade bin, im Internet so versucht. Nämlich, ja, das Typische halt, was man so kennt. Leuten Spiele näher bringen und sie unterhalten. Voll gut. Persienwand. Nö, brauchen wir nichts von. Wir kommen hier wirklich schnell voran. Ich würde sogar behaupten, sind sie sogar schon fast schneller als auf dem Weit-Weit-Berg. Niveau-Limbo. Ja, bei dem Limbo, da wird es noch sehr schwer, noch durchzukommen, so tief wie die Schlange jetzt da schon hängt, wahrscheinlich. Da kommt wahrscheinlich nicht mal Plankton und Napoleon zusammen, wenn man ihre Größe nimmt und sich voneinander dividiert, nicht mal durch, würde ich jetzt behaupten. Weil man muss bedenken, Plankton ist neben Napoleon der kleinste Bösewicht. Napoleon ist noch kleiner. Und kurz danach kommt noch King Jong-un. Und Hitler war angeblich auch ziemlich klein, habe ich gehört. Also der wirkt immer sehr groß da bei seinen Reden und so. Aber der hat ja nur diese mega fetten Stiefel ja auch gehabt. Aber der soll an sich ja auch sehr klein gewesen sein. Warum sind all diese Diktatoren und so, warum sind die alle so klein? Oh, Octazooka. Fünf Videos am Tag. Lass mich gerade auch noch sechsten schreiben. Schreibe einfach in all den Prüfungen einfach mal eine scheiß 6. Dann kommen mehr Videos. Und du musst das da wiederholen. Das wird einfach nicht alt. Oh, mein Opferlamm ist schon bald tot. Was hast du da gesagt? Ich habe nichts gesagt. Ich habe gesagt, du machst einen guten Job, mach ruhig weiter so. Ja, ich habe mir das vor Lachen einfach ein paar Mal hintereinander reingezogen. Und da lernen wir diesen Text einfach mal auswendig nach einer Zeit. Das Adventures of King Jong-un. So ein Jump and Run oder wie? Ich sag's euch, die Atombombe, sie wird kommen. Eines Tages wird sie kommen. Wartet das nur ab. 3 Jahre später. Ich hab eine Atombombe, ich schwör's. Ich werde die auch abfeuern. Ich werde euch alle wegbombardieren. Wartet nur ab. Eines Tages, wenn ich Bock drauf hab, wenn ich so scheiße drauf bin, dann feuer ich die ab. Ich verspreche euch, ich hab hier tatsächlich jetzt, neben meinem Schreibtisch habe ich eine Atombombe rumliegen. Achso, das ist ein Shooter.
Ach, das ist eine YouTube-Beat-Serie. So, ich dachte, das war gerade ausgedacht. Weil das hört sich auch nicht schlecht an. Oder so als RPG. Genau, wäre auch nicht schlecht. Der stärkste Angriff ist dann wahrscheinlich provozieren oder drohen, aber der ist dann immer nicht sehr effektiv. Was? Satan-Klaus und... Ich glaube, ich habe da irgendwas verpasst. Neues RPG-Maker-Projekt von Firmt. Oh, mein Opferlamm ist tot. Wie schade. Tohaido kann ich nach Alpha Saphir nicht mehr sehen. Ich glaube, die Team Aqua-Vorstände, die mochten dieses Pokémon wirklich sehr. Aber ich kann es nicht mehr sehen. Oh, neue Musik. Oh, Sedakin gibt's jetzt. Den gibst es jetzt. Tschüss. Boah, 910 Erfahrungspunkte. War jetzt ja auch noch die gelinkte Attacke. Link, listen. Richtig nice. Ich hab was für dich. Stirb. Ja, nehmen wir mit. Ich kann dich ja jederzeit umbringen. Hinterrücks messern. Ja, Kugelsaat, ne. Beziehungsweise nicht ein Messer, ich kann auch einfach erschießen. Fällt doch keinen auf. Was kann ich eigentlich so an... Ja, okay, ich kann Sedakin mir eh nicht dazu holen. Dann stirb. Tschüss. 607 Erfahrungspunkte. Geil. Ah, dann nimm das. Oder kümmer du dich drum. Nice. Du kannst gerne mich damit infizieren. Pupiter soll dich angreifen. Oh, es gibt auch noch normale Monsterräume. War kein Problem, wir sind hier sowieso schon direkt am Ende. Und Pupiter kommt ja auch gut zurecht. Ich glaube, auf Ebene 75 ist dann der nächste von diesen großen Monsterräumen. Ich glaube, Sedakin ist hier das größere Problem. Also erstmal weg mit dir. Und gib mir deine Erfahrung. Obwohl, wenn mir jetzt Metagross einen Gummi geben würde und Metagross würde dadurch Erfahrungspunkte bekommen, das wäre wirklich ein bisschen verstörend. Oh nein, 4 Schaden! Die Muschel macht 4 Schaden! Oh oh, schnell weg! Oh oh. Die schreibt bitte keiner. Bitte nicht. Was kann Lampi eigentlich so? Der kann ganz gut nerven. Gut. Nehmen wir dich mal rein. Das sind nämlich eh die beiden einzigen, die wir jetzt hier noch anwerten können. Und am Ende werden die einfach wieder umgebracht. Denn das ist eine ganz große Antagonistenregel. Immer die treuesten Begleiter am Ende betrügen. Da steht ganz weit oben. Direkt unter so Sachen wie, man muss, wenn der Protagonist in den Raum kommt, muss man so richtig cool mit dem Rücken, sag mal so zum Fenster stehen oder so richtig cool auf so einem Thron sitzen oder sowas, in seinen finsteren Saal der Finsternis, wo dann noch so ein paar Fackeln leuchten oder so diesen epischen Satz bringen, ich habe euch bereits erwartet und habe deswegen keine Vorkehrungen getroffen. Was kann eigentlich Perlu so? Okay, jetzt war gerade dieser ganz komische Delay wieder. Schon wieder? What the fuck? Ich weiß nicht, ob es am Spiel liegt oder am Gamepad. Ein bisschen blöd.
Achso, ich kann den normalen Angriff noch machen, weil der trifft ja immer, dank der IQ-Fähigkeit. Egal, was passiert, der trifft wirklich immer. Außer wenn man irgendwie paralysiert ist oder so. Ich habe den ganzen Plan verarten, natürlich. Ich glaube, einige wissen schon, worauf ich gerade angespielt habe. Praktisch auf alle bösen Könige, die man in den RPG-Maker-Spielen so trifft. Genau, die üble Lache üben, genau. Da unten ist die Treppe, okay. Das wäre so richtig lame, wenn man so gerade seine böse Lache übt. In dem Moment kommt dann gerade der Protagonist rein und... Ey, was machst du da? Ich bin nicht böse. Nein. So ungefähr wird das dann ablaufen. Ist auch ein Riesenapfel, würde ich sagen. Den hätte ich lieber schon gerade nehmen sollen. Das habe ich nur ein bisschen verhauen, dass ich den falschen Apfel genommen habe. Fuck. Du, geh mal sterben. Du da drunter auch noch direkt. Ah, okay, perfekt. Und wir hauen jetzt einfach mal schnell ab. Genau, so designt man Antagonisten. Perfekt. Es kann nicht mehr schneller werden. So, wir hauen jetzt mal ab. Oh, die bringen sogar tatsächlich noch Erfahrungspunkte ein. Macht weiter, so meine Bauern. Ich meine, meine Mitstreiter. Boah, man sollte mir niemals in einem Krieg eine Führungsposition geben. Na gut, wenn es jetzt echte Menschen wären. Ich glaube, da würde man anders handeln, als wenn es... Als wenn es Daten wären. Moment mal. Die haben einen meiner Belebersamen verbraucht. Ich habe vergessen, ich hatte noch einen Belebersamen dabei gehabt. Oh. Ach stimmt, einen hatte ich doch noch mitgenommen. Aha. Und ich habe den Itemmeister noch angelassen. Dammit. Na gut. Da kommen nur noch 25 Ebenen. Ich hoffe, dass wir gegen Lugia nicht allzu große Probleme haben. Aber da werde ich eh wieder mit Safe States arbeiten. Okay, ist gut da oben. Ich habe das auch vor einer Zeit mal ausgeschaltet, dass wenigstens die Kamera jetzt nicht mehr zu denen hingeht. Dass man das anhand des Textes sieht. Oh! Ja, unsere Bauern sind tot. Ich meine, unsere Mitstreiter. Wie schade. So traurig. Dreifaches Tempo. Alter, chill. Ich mal wieder einen Zug machen, das wäre ganz nett. Oh Gott. Aber na gut, es sind nur noch 9 Pokémon. Erstmal die killen, die da so viel verursachen an Agilität und so. Die schlimmsten zuerst. Da sind es nur noch 7. Nice. Nur noch doppeltes Tempo, kein dreifaches mehr. Wag es nicht. Die treffen auch. Ich wollte gerade sagen, wag es nicht. Like a Sonic. Wäre es jetzt Sonic Boom dann? Ja. Bei der Framerate. Ebenen, die wir tiefer drücken müssen. Okay. Das ist sogar schon für mich zu krass. Und das heißt einiges. Ich bin ja ein Mensch, der mag es ja gerne auch mal Abgedrehtes zu machen oder Abgedrehtes zu labern oder zu hören oder so. Aber noch bei den gesamten Sachen gerade jetzt noch
noch da drauf zu hauen. Noch tiefer in die Ebenen vordringen. In das Loch, in das wir rein müssen wahrscheinlich noch. Das ist schon selbst für mich zu krass. Nö. Unentdeckte Orte. Oh Gott. Nein. Ich versau noch hier unsere ganze Generation. Oh, Monsterraum. Das erste Mal, dass wir einen haben. Wow. Ach komm, aber das sind hier so Low-Level-Tiers. Die hauen wir so schnell um. Und ja, du kannst gerne noch rein. Ich beschwöre Lampi im Angriffsmodus. Oh, ist jetzt sogar eine Verwirrung wirklich gut. Ich muss das Saganabys ganz schnell auslöschen. Eins von den dreien, bevor die wieder hier ein ganzes Zeug spammen. Der ist schon verwirrt. Das musst du nicht... Ach, seht ihr, ich hänge das auch. Und jetzt weckt er den noch. Ah. Nein. Ja, der Chat landet aber auch auf YouTube. Das, was ich lasse das so, wie es jetzt ist. Ich werde das auch, also man kann da auch nichts dran rum editieren. Weil der Twitch-Player nämlich sehr kacke ist. Warte, hier soll ich das Lampi zurücklassen und erstmal abhauen? Ich habe zwar Not auch noch einen Star-Orb, ich habe sogar zwei davon. Dich erstmal weg. Danach muss ich dann erstmal ein paar von diesen Stöcken nehmen. Und die Leute auf die vielen Erfahrungspunkte verzichten. Oh, oder die töten sich gegenseitig. Dann kann Pupita jetzt auch noch mithelfen. Und da ist eine Falle, auf der ich draufstehe. Stirb. Nee, pass auf, ich mach dich Messer. Das ist sehr schön, dass er ihn immer angreift. So, ich würde sagen, Pupita macht am besten nach Seja King fertig, weil der bekommt mehr Erfahrungspunkte. Nein, der soll den anderen killen. Egal. Letztendlich wieder sowieso beide umbringen. Ja, die haben Leute, die das so lesen bekommen. Naja, da müssen die durch. So, noch das letzte Top-Elixier. Das sollte auch noch reichen für die letzten Ebenen. Aber keine Gummis mehr. Ich denke mal, ich kann noch behaupten, dass das Niveau noch etwas über RTL liegt. Noch ein bisschen viel höher. Aber es gibt eben vieles andere, was glaube ich auch nochmals hier drüber liegt, an Sachen Niveau. Oh, nice, Level 50. 5 Level noch. Wir brauchen noch Gebrüll, genau. Und Minecraft, alle Modi. Und irgendwas mit First Person. Ganz dringend. Ach ja, und ganz wichtig, das Dubstep-Intro. Schaufler, okay. Wäre cool, wenn man mit Schaufler praktisch auch mit dem Flea-Hops aus den Dungeons raus könnte, wenn man Bock hat. Ist schon toll, da nimm mal und räum das Zimmer auf, ey. Oh Gott. Und ganz viele Rebellen gegen das System und so. Ah.
Ich habe das Gefühl, das ist ein Monsterraum. Kann das sein? Nee, ich werde diesen Raum nicht betreten. Wie viel Geld habe ich? 6000. Gut. Und Level 65. Geil. Sehr nice. Boah, egal, Dubstep-Intro kommt sofort rein, ey. Oh, Relikant, cool. Relikant ist cool. Hier, voll geil Dubstep-Intro, gib mal her, ey. Ich pack das vor jedem Video, oder noch besser. Weil Dubstep ist voll geil, jeder mag Dubstep als Intro. Ey, ich mach das so, ich mach so alle 2 Minuten so ein Midroll und dann kommt nach der Midroll dann immer dieses Intro. Das werden die Leute voll geil finden, die werden so geil abfeiern, dieses Intro. Die werden nicht genug davon bekommen, deswegen pack ich das so oft wie möglich rein. Und schön, dass wir gerade die Treppe so schnell hier haben. Frag mich, was dieses Blinzelt heißt. Das habe ich schon mal in Mystery Dungeon Teilen gesehen, wenn Lumpy da angeblich blinzelt. Hab keine Ahnung, was das heißen soll. Natürlich, ich würde auch bei 99 Ebenen würde ich auch ab und zu mal blinzeln, aber das würde ich jetzt nicht extra in eine Messagebox schreiben. Video wird ab 18 gemacht. Kommt noch die Brüste aufs Thumbnail und dann ist das Klischee perfekt. Ja, natürlich vom Handy abgefilmt und natürlich in reinem 144p gerendert. Beste Quali, wo gibt 144p 0,5 FPS. Ab 80 und in Begleitung der Eltern. Ebene 88! Achso, das war ein Fake. Das war ein Antagonist. Also in unseren Augen. Aber ich finde es ja auch toll, wie oft Pokémon einfach so charakterisiert werden. Einfach, ich bin wütend, deswegen bin ich jetzt so rasend, dass ich jetzt alles umhaue und nicht mal Freund und Feind voneinander unterscheide. Das hat man schon so verdammt oft bei Pokémon gehabt. So gut wie jeden Pokémon-Film. Irgendein Legi wird erweckt und es ist so wütend, dass es erweckt wurde aus einem tiefen Schlaf, dass es erstmal alle umbringen will. Weil es so zornig ist und nicht mehr klar denken kann. Das ist so oft der Plot. Okay, Lilip. Ach, nee, Willi. Das ist ja die Weiterentwicklung. Willi kann auch ziemlich nervig sein. Der Willi. Und Alabüs, okay. Ja, oder noch besser Standbild. Jetzt kriege ich keine Erfahrungspunkte. Weil der sich unbedingt selbst ausnocken musste. Spast. Ist mir jetzt egal, Pupita kann gut auf sich selbst aufpassen. Stirb. Boah, 400 Erfahrungspunkte. Geil. Hallo, ich bin's, der Willi.
Ich habe so meine Tricks und deswegen in dieser Ebene zurückgekehrt. Ja, das ist seine zweite Endboss-Form. Das ist eine Secret-Endboss-Form, die er nie gezeigt hat. Das sind hier ungezeigte, exklusive Letzte Schlacht der Elfen-Szenen, die in dieses Spiel eingebaut wurden. Und ich sehe gerade, Redikant ist tot. Oh. Habe ich nicht gemerkt. Scope-Linse. Jetzt kann er endlich richtig krass no-scopen. Wie gesagt, ich komme immer wieder zurück. Ah! Ja, Wecker des Grauens. Ich mache ja das ja immer über Handy Wecker. Da kann man wenigstens seinen eigenen Ton mal einstellen, als dieses teilweise dieses krasse Gebimmel, was man von manchen Weckern hört. Dann versuche ich immer, was möglichst Entspanntes immer zu nehmen und wechsle die ab und zu mal ab, dass man dann wenigstens mit einigermaßen guter Laune wach wird. Ich habe meine Fähigkeiten erweitert. Jetzt kann ich pro Map sogar mehrmals erscheinen. Okay, hauen wir mal schnell ab. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal... Es wird wahrscheinlich nie zukommen, weil Vili ist jetzt nicht so ein Pokémon, das ich jetzt so sehr favorisiere. Aber wenn ich irgendwann mal dazu kommen sollte, mal einen Vili ins Team zu nehmen. Ich glaube, werde ich das einfach Vili Trudit nennen. Da ist er schon wieder. Oh, wir haben es gleich geschafft. Ich habe mir auch gerade ein bisschen Sorgen, dass wir es nach all diesen Doppeldeutigkeiten auch noch gleichzeitig die Ebene 69 überquert haben. Nur ich glaube, die habe ich zum Glück ziemlich schnell überquert. Ja, wenn Lugia es warnt, diese Chance zu nutzen, ne? Boah. Nee. Gott. Dann greife ich, da werde ich am besten ganz viel Schmuckball spammen gleich. Das heißt, die 7 Schmuckbälle, die lasse ich jetzt noch übrig für ihn. Wenn ich mal treffen dürfte! Ich sollte mir so schreien. Wir haben schon nach 12, sehe ich gerade. Fast 1. Moment mal. Ah! Scheiße! Moment mal. Warum? Ich dachte 99 Ebenen, dann die 9. Oh, sonst hätte ich ein Safe State davor gesetzt. Scheiße! Dann muss ich die in dem Kampf eben sterben lassen. Kein Problem. Achso, dies ist der Silbergraben. Dies ist mein Territorium. Oh, das sieht cool aus. Die Größenverhältnisse passen auch sehr gut. Mein Name ist Lugia. Ich bin der Wächter der Meere. Ich lebe hier, um dieses Meer zu bewachen. Wenn ihr es wagt, mich herauszufordern, dann soll es so sein. Ich nehme die Herausforderung an. Konzentriert euch. Entfesselt all eure Macht. Es geht um dein Leben. Gib alles, was du hast. Oh, cool, coole Aufmachung. So, ich würde sagen, da müssen wir das anders machen. Dann werde ich... Habe ich den schon auf Attackennutzer gemacht? Sehr gut. Dann werde ich die jetzt einfach in diesem Kampf erstmal sterben lassen. Vielleicht kann Lugia dabei auch noch ein paar im AP verlieren. So, ihr lasst euch mal kurz sterben. Ist das Beste, was ich gerade machen kann. Ich muss mich nämlich alleine um den kümmern können. Mach mal so ein paar tolle Angriffe. Lugia, please. Ja, hier, sowas. Hat er keinen Himmelsfeger oder so? Oder Hydropumpe oder was ihn jetzt schnell umhaut? Mach ihn fertig. Der regeneriert sich ja schon fast schneller. Bring ihn um. Ach, Moment. Ich hab doch so meine Tricks. So, erledigt. Spukball. Oh mein Gott, das macht Schaden. Ich glaube, der bringt auch sein Partnerareal von selbst mit, oder? Yes! Erfolg! Noch mehr Erfolg! Geil!
Ich muss sagen, Lugia sieht ein bisschen komisch aus. So ein bisschen, weiß ich, der Kopf so groß. Also der sieht in der Pose sehr komisch aus, wenn der so steht. Habt ihr irgendeinen Namen für den? Ich will ihn jetzt ja gerne einen etwas positiveren Namen geben, weil er jetzt so kooperativ war. Das finde ich gerade ein bisschen komisch. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an die Situation, die Caleb mal in seinem Let's Play hatte. Bei ihm war das doch, der Lugia hat ihn da total zerfickt auf gut Deutsch. Und bei Ho-Oh hatte der überhaupt kein Problem. Ach nee, das war mit Deoxys. Ich überlege gerade, ob ich das auch so mache, dass ich das eine einfach I love you und das andere I hate you nennen. Aber ich weiß ja noch nicht, wie es bei Deoxys aussehen wird. Ich glaube sogar, wir haben jetzt auch hier nach ein bisschen Plot. Okay, White Row. Der Name an sich sagt mir jetzt gerade nicht viel, aber der klingt schön. Ach, White Row. Bierbauch. Horst. Ja, ich finde White Row bisher ganz gut. B. Ach, das geht hier ja noch gar nicht. Peter. Das Lustige ist ja der Handlanger von Schubi, der hieß auch Peter. So ein epischer Name, das war so ein epischer Nebenantagonist mit dem Namen Peter. Okay, noch mehr Fortschritt. Geil. Würde ich sagen, als nächstes nehmen wir dann die Westhöhle in Angriff. Die wird aber, glaube ich, deutlich schwerer sein, weil dort viel mehr Pokémon sind. Aber erstmal Plot. Am nächsten Morgen. Hallo Xatu, lang ist's her. Kommst du uns besuchen? So sieht's wohl aus, sonst wäre ich nicht hier. Peter! Nach allem, was wir durchgemacht haben. Xatu, du bist so schön fasziniert von dem, was wir alles erreicht haben. Voll kranker YouTuber rastet aus. Boah, heute, what's up? Der YouTuber Sekiri LP. Bitte ohne das LP, das muss ich nur leider hier bei Twitch nehmen, weil ich den Namen hier ändern kann. Lässt ein teures Mitglied von Lugia töten, um selber höhere Chancen zu kriegen. Dass die Bildpolizei fahndet bereits nach Sekiri LP. Sind aber momentan an einem geheimen Ort. Haftbefehl wurde noch nicht gegeben. Mehr Infos folgen. Bis dahin können noch abonnieren, favorisieren, kommentieren. Ah! Falsch. Ich bin hier, um am Pokémon-Platz einen Einkaufsbummel zu machen. Und was ihr geleistet habt, das habe ich schon 10-mal genauso krass geleistet. Ich bin hier, weil es auf dem Weg... ist nicht so wichtig. Will der auch seine Gummis kaufen, oder was? Ich hab keine Ahnung. Oh, wenn das alles ist. Hey, Xatu. Oder wer auch mal das sagt. Ach, Turtok. Oh, hey, da bist du, ja? Hätte nicht erwartet, dich hier zu finden. Du hast mich überrascht, Xatu. Was gibt es denn? Nun, nordöstlich vom Donnerberg, da ist ein Loch. Ich meine, da gibt es eine riesige Höhle. Die war vorher noch nicht da, stimmt's? Also dachte ich, Xatu weiß vielleicht etwas darüber. Ich nenne den Ort die Meteorhöhle. Meteorhöhle? 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 Meteorhöhle. Es passierte, als Rayquaza den Stern zerstörte. Der Stern zersplitterte und verteilte die Splitter über den Himmel. Über die Himmel. Einer fiel hinunter auf die Welt, in einen Berg und schuf die Höhle, von der du gerade sprichst. Turtok? Wo hast du die Meteorhöhle schon mal erforscht? Ja. Oder nein, nur ein bisschen. Dort wimmelt es nur so von diesen seltsamen Dingern. Absolut fürchterlich. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Überraschung, Überraschung. Turtok ist ein bisschen feige. Wie war das? Ey, du, Gewaltrum.
Wenn du dort gewesen wärst, hättest du auch das Zittern bekommen. Jawohl! Nö, ich weiß nämlich dort, ich weiß nämlich, was es dort gibt. Und der Dungeon, der kann einen auch ein bisschen auf die Palme bringen, kann ich schon mal sagen. Weil das ein ganz, ganz besonderer Dungeon ist. So, das habe ich noch nie gesehen. Da gibt es absolut bizarre Dinger, von denen ich nicht mal sicher bin, ob es überhaupt Pokémon sind. Doch war richtig. Sato, hast du eine Ahnung, was es dort gibt? Ich bin überfragt. Ich weiß es nicht. Poklebiki ist nämlich im Moment noch nicht up to date. Doch wie dem auch sei, die Höhle, der Aufprall, der sie gebar, muss wahrhaft enorm gewesen sein. Und wenn es Lebewesen gibt, die diesen Aufprall überlebt haben, vielleicht sind diese dann nicht von unserer Welt. Von dieser Welt. Du meinst, sie stammen von diesem Stern, der herabfiel? Vielleicht ist es so. Gary, sollen wir sie erforschen? Die Meteorhöhle? Ich glaube, es geht hier um die Meteorhöhle. Aber das wurde jetzt irgendwie ganz komisch etabliert. Das hätte man genauer darstellen sollen, dass es hier um die Meteorhöhle geht. So, erstmal speichern. Da gibt es Süßigkeiten im Loch. Gott. Ja, Lugia hatte eigentlich gar keine Gefühle mehr gehabt für Ho-Oh. Ich hole mal allgemein.